Okay, ein bisschen länger, aber wir fangen mal an. Der im Laden hat geschrieben, aus Ben Wien. Laden? Nee, Bin Laden? M Laden, im M-Laden. Laden, im Laden, Okay. Laden. Okay. Aus Wien kommt er. Sehr geehrter Herr Drenz, ich habe eine längere Frage. Ich hoffe trotzdem, dass Sie sich die Zeit nehmen, um sie zu beantworten. Weil langsam bin ich mit meiner Informationsflut überwältigt, die es in diesem Sport gibt. Ich bin 25 Okay. Jahre alt und trainiere seit meinem 17. Lebensjahr mehr oder weniger regelmäßig, aber eher weniger. Nach einer längeren Pause, circa ein Jahr, entschloss ich mich im November 2014 wieder in Form zu bringen. Jetzt hat er seine Daten geschrieben, am 1.11.2014, 1,80 Meter, 98 Kilo, Körperfett kleiner als 25%, okay. Nach 2 Monaten Cardio, circa 6 Mal pro Woche und etwas Krafttraining, circa 2 Mal pro Woche, hatte ich dann 85 Kilo und der Körperfett zwischen 15 und 18, also hat 13 Kilo abgenommen. Dann trainierte ich in einem Dreiersplit 2 Mal die Woche, Brustrücken, dann Arme, Schultern, dann Beine. Im Bereich 12 bis 6 Wiederholungen, 3 bis 5 Übungen pro Partie, also Montag bis Samstag Kraft, Sonntag nur Cardio. Ernährung 150 bis 180 Gramm Eiweiß, 100 bis 150 Gramm Kohlenhydrate und der Rest aus Fett. Erreichte eine relativ gute Form bis zum Sommer, 79 Kilo, 8% Körperfett. Jetzt habe ich mit einer Muskelaufbauphase begonnen. Seit circa 2 Monaten esse ich alles, was nicht niedergeschraubt Oh, ist. nicht gut. Eiweiß 200 bis 300 Gramm, mehr Carbs 200 bis 300 Gramm und Fett keine Angabe oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll. K-Punkt, A-Punkt. Zu Beginn war meine Bauchfalte 8 mm, jetzt ist sie 16 mm. Nun zu meinen Fragen. Was für ein Training würdest du mir empfehlen? Stoffwechseltraining zu Beginn vielleicht oder gleich schwer? Mit welcher Frequenz? Weniger Kohlenhydrate, dass ich die Bauchfalte verkleinere oder so beibehalten oder mehr zunehmen? Okay. Ich nehm noch dazu 2 Mal am Tag einen Proteinshake, ca. 30 Gramm in der Früh mit 50 Gramm Haferflocken und einen nach dem Training mit 5 Gramm BCA ohne Kohlenhydrate. Esse erst Kohlenhydrate ca. 45 Minuten nach dem Training. 10 Gramm Kreatinmonohydrat, 20 Gramm Glutamin, 10 bis 15 Gramm BCA und 75 Gramm Zink. Hier und da mal Beta-Alanin-Citrullin oder Koffeintabletten, Milligramm. aber eher, ich glaube auch Milligramm, hier steht Gramm, aber eher selten. Ist das in Ordnung so? Ich würde einen Trainingsplan bzw. einen Ernährungsplan von euch kaufen, den um 29 Euro, da der Große nicht so locker sitzt und sieht, wie sieht denn der aus, bzw. was kann man sich unter einem Trainingsplan vorstellen? Zum Beispiel gibt es da einen für Hypertrophie 1-2 oder Stoffwechselplan. Eigentlich genau den gibt es ja. Vielen Dank im Genau, die gibt es Voraus. ja. Sie und der Rühl sind die Besten. Nur weiter so. Schöne Grüße aus Wien. Ja, also grundsätzlich sieht das so aus, ja, sag ich, das war ja, ist da eigentlich auf der richtigen Fährte gewesen. Ja. Zunehmen, Muskeln zunehmen bedeutet aber nicht, dass man alles essen kann, ja, sag ich, sondern Muskeln zunehmen bedeutet, dass man sich sehr viel Mühe geben muss, ja. Ja, dass es praktisch eine Diät ist, die man weitermacht. Ja, sag ich, nur diese Diät wird anders gesteuert. Ja. Das bedeutet, ja, sag ich, die Kohlenhydrate muss er sehr wahrscheinlich ein bisschen niedriger halten oder er lässt die Kohlenhydrate so, wie sie sind. Dann muss er mit dem Fett so gut wie auf Null. Ja. Eiweiß würde ich probieren, auf gar keinen Fall unter 300 Gramm und das Ziel sollte sein, irgendwann Richtung 400 Gramm sogar zu kommen. Ja. Ja, zu den Ernährungsplänen, ja, sag ich, ja, wir machen natürlich Ernährungspläne, ja, sag ich, und ja, sag ich, es gibt bei uns Stoffwechsel, es gibt bei uns Hypertrophie, es gibt bei uns Hypertrophie 2 und es gibt bei uns sogar noch, ja, sag ich, so einen 5x5-Plan, ja, sag ich, den ich aber noch nicht auf die Website geschrieben habe, gell? Genau. Okay, gut, ja. So, jetzt ist hier noch die Frage, welchen Plan würdest du empfehlen? Also ich Stoffwechseltraining zu würde. beginnen oder Genau, schwer? ich würde grundsätzlich immer mit dem Stoffwechseltraining beginnen, ja, sag ich, weil das immer das Vorbereitungstraining ist, das ist das Fundament, ja, für alles, ja, so, sagst du, dass der Muskel sich daran gewöhnen kann, an die Belastung, die dann kommt, ja, gleichzeitig kann man den Stoffwechsel genau, ja, sag ich, aktivieren, ja, sag ich, und danach geht das alles deutlich besser. Okay, man hat auch noch hier die Frage, ob seine Supplements in Ordnung sind. 2 Mal ein Eiweißshake, 30 Gramm früh und spät. Ein paar Haferflocken dazu, ein bisschen BCA. Ja, Also so das ist alles Standard in eigentlich, Ordnung. ne? Ja. Das ist Standard, das ist eigentlich alles in Ordnung. Okay. Gut. Das ist eigentlich alles in Ordnung. So, dann hat der Scott geschrieben. Hallo lieber Peter, erst einmal dir und deinem Team vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns teilst. Ich habe drei unterschiedliche Fragen. Erstens, mich würde interessieren, wie du zu all dem Wissen gekommen bist.
Und bitte jetzt nicht nur beantworten mit Erfahrung. Mir ist klar, dass du Erfahrung hast, aber du antwortest in deinem Video sehr genau und schmeißt auch gerne mal mit Fachbegriffen. Machen wir vielleicht erstmal die Frage. Das ist die erste. Weil ja, die alle unterschiedlich sind, macht das Sinn. Wo habe ich das gelernt? Also ich habe halt auch mit Bodybuilding angefangen, so wie jeder andere auch. Damals waren die Möglichkeiten begrenzter wie heute. Ja, wir hatten kein Internet zur Verfügung und es gab auch keine... überhaupt gar keine Informationen. Diese ganzen Fitnessstudios, diese ganze Bewegung gab es noch nicht. Die einzigen Studios, die es gab, waren Bodybuilding-Studios. Ja, ja, und da musste man halt erstmal von der Pike auf anfangen, bis die, ja, und lernen, bis die mit einem überhaupt gesprochen haben. Ja. Also habe ich das halt wirklich von der Pike auf gelernt. Ja. Also ich habe mit 16 angefangen zu trainieren. Ja. Und habe dann da verschiedene Studios durchlaufen, verschiedene Sachen. Habe dann meine erste Diät damals probiert, selbst zu machen, ja, sag ich, was sehr bescheiden war. Ja. Habe dann, glaube ich, meine erste Diät, glaube ich, hauptsächlich Thunfisch gegessen. Ja, ja, und Lachs, Seelachs. Ja, und habe gestunken wie... als wenn ich zur See fahren würde und Fische fangen würde. Ja. Ja. Die zweite Diät habe ich dann glorreich gemacht, ja, sag ich, mit in der Aufbauphase. Ja. Da habe ich gegessen 2 Kilo Magerquark am Tag, ja, sag ich, mit Reis, ja, mit 1 Kilo Reis, gemischt immer. Ja. Ja. Das habe ich auch ungefähr, ich glaube, ein halbes Jahr durchgehalten. Ja. Ja. Das war schon wirklich beinhart, ja. Ja. Ja, so, und so bin ich halt dann weitergekommen, habe verschiedene Leute kennengelernt, habe immer probiert, das ganze Wissen aufzusammeln. Ja. Bin irgendwann in Gießen gelandet, ja, so, und habe da meine damalige Partnerin kennengelernt, mit der ich dann auch das Studio zusammen hatte. Ja, so, und sie und ihr Mann haben mich damals betreut, das ist damals der Detlef Herget gewesen und die Frau Dr. Martina Herget. Ja, und da habe ich mir natürlich sehr, sehr viele Sachen abgeschaut. Ja. Sag ich, das ist das erfolgreichste Wettkampfstudio Westeuropas gewesen. Ja. Und alle Leute, ja, sag ich, die man aus der Zeitung gekannt hat im Bodybuilding, alle Berühmtheiten sind in diesem Studio ein- und ausgegangen. Ja. Sag ich, also habe ich die Möglichkeit gehabt, ja, sag ich, auf absolut hohem Niveau, ja, sag ich, aus erster Hand, ja, sag ich, meine Informationen zu bekommen. Ja. Habe das selbst auch erlernen können. Ja. Sag ich, habe dann selbst auch da praktisch das erlernt, andere vorzubereiten dann, weil das auch nochmal ein Unterschied ist. Ja. Und habe auch die Möglichkeit gehabt, ja, sag ich, über die Martina viele Sachen zu erlernen von ihr, ja, sag ich, die in Richtung Biochemie gehen, ja, ja, gingen. Ja. Sag ich, weil ich habe mir dann angewöhnt, ja, oder besser gesagt, ich habe mir das von ihr angewöhnt. Ja. Bodybuilder sagen immer, sie fühlen, ja, sag ich, und das hat sie immer genervt, ja, sag ich, ich will nicht hören, ich fühle, ja, sag ich, zähle nur Fakten, und das habe ich mir dann angeeignet, ja, sag ich, und habe auch meine Vorbereitungen dann nur mit Fakten betrieben, ja, und auch meine Vorbereitungen so betrieben. Also es war ein ganz langer Prozess, wo ich sehr viel gelernt habe von vielen verschiedenen Leuten, ja, sag ich, aber wo ich mit Sicherheit am meisten gelernt habe von der Martina und vom Detlef, ja. Ja, die Martina hat mir noch mal viel geholfen, weil die, das muss man mit dazu sagen, die Martina ist Doktor der Molekularbiologie, ja, also keine dumme Frau. Ja, sag ich, ich hatte das große Glück, aus erster Hand zu lernen. Cool. Ja. Und so wird man halt immer, ja. So wird man dann halt immer besser, ja, genau. Sag ich, man macht das immer weiter, ja. Erst habe ich die Möglichkeit gehabt, dass bei mir selbst dann halt, da muss man halt auch ganz klar sagen, ja, sag ich, es gibt dann halt viele Theoretiker, ja, sag ich, aber ich bin halt jemand, ich habe die Theorie gelernt von ihr und habe aber auch das selbst oft in der Praxis, ja, also wirklich bis zum Profi betrieben, ja, also bis Profi-Status, ja, sag ich, also ich habe, glaube ich, ich glaube, es gibt nichts, was ich noch nicht ausprobiert habe, ja, und ich glaube, die Summe zusammen, die macht es halt aus, ja, sag ich, dass man nicht nur das theoretische Wissen hat, aber auch das theoretische Wissen hat, ja, sag ich, und gleichzeitig aber auch die Praxis, nicht nur die Praxis, dass man das mit Leuten schon gemacht hat, die man vorbereitet hat, sondern dass man am eigenen Körper gelernt hat, was passiert, wenn ich an der Schraube drehe. Mhm.
Okay, sehr gut. Zweitens, was mich brennend interessieren würde, weil ich irgendwie nichts Genaueres dazu gefunden habe, ist Folgendes. Gibt es einen bestimmten Wert, in dem Insulin ausgeschüttet wird? Als Beispiel, 30 Gramm Kohlenhydrate lösen kein Insulin aus, aber hingegen ab 50 Gramm oder sowas. Und wie lange hält die Ausschüttung an? Also Insulin wird immer ausgeschüttet, sobald du Kohlenhydrate zu dir nimmst. Ja, sag ich, die Menge der Ausschüttung wird über den glykämischen Index bestimmt. Ja, sag ich, und das, damit kannst du im Endeffekt, ja, sag ich, berechnen, ja, sag ich, wie stark, also zum Beispiel, ja, sag ich, Zucker hat einen anderen glykämischen Index wie Haferflocken. Ja, sag ich, der glykämische Index, ja, sag ich, sagt lediglich darüber aus, ja, sag ich, wie lange braucht der Körper, ja, sag ich, um diesen Zucker zu resorbieren, ja, sag ich, wir müssen uns mal nichts vormachen, ja, sag ich, ob ich Haferflocken zu mir nehme oder einfach Zucker zu mir nehme, ist genau dasselbe, der Körper baut das zu Glykogen um. Ja, also im Endeffekt ist es irgendwann einfach nur noch Zucker. Ja, der einzige Unterschied besteht, ja, sag ich, wie lange der Körper dazu braucht, das als Glykogen umzubauen. Mhm. Ja, sag ich, und das ist der glykämische Index. Mhm. So, und das ist das Einzige, was das unterscheidet. Mhm. Ja. Also es ist alles gar nicht so kompliziert, wie alle immer denken. Ja. Ja. So, drittens, diese Entlade-Aufladephase, die zum Beispiel Roman Fritz macht, mit 2 Tagen nichts trinken und dann laden mit Apfelstrudel, Eis etc., möglich als Natural-Bodybuilder? Oder da eher das Klassische mit Reis, Reiswaffeln, Kartoffeln? Also ich würde jedem, ja, sag ich, von solchen extremen Sachen, ja, sag ich, abraten. Ich glaube, ich muss sowas öfter mal mit dazu sagen. Ja, das ist nicht... Also wenn man da niemanden dabei hat, der Spezialist ist, ja, dann muss man von so etwas die Finger lassen. Ja, das kann ganz, ganz, ganz schnell nach hinten losgehen, ja, ja, sag ich, und man ist ganz, ganz schnell einfach mal weg vom Fenster. Ja, also bitte, 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 ja, nicht einfach mit sowas rumexperimentieren, ja, sag ich, dass der Roman macht das so und so und ich mache das jetzt auch mal so und so, weil der Roman das erzählt hat. Ja. Das ist eine heiße Sache, der Roman weiß, was er macht. Ja, sag ich, der hat das alles auch von der Pike auf gelernt, ja, und der weiß, was er für welche Mengen braucht, der weiß, ja, sag ich, wie lang er mit dem Trinken draußen sein muss, ja, weil er das alles nicht zum ersten Mal macht, ja, und wie er es zum ersten Mal gemacht hat, ja, hat er Menschen an seiner Seite gehabt, ja, sag ich, die genau gewusst haben, was sie machen, wo das Risiko, ja, sag ich, einfach sehr minimiert war, weil das Menschen waren, die das selbst schon gemacht haben und nicht nur einmal. Okay. Also wenn, dann bitte das normale Programm mit dem Reis. Ja. So, dann hat der Chris geschrieben. Hallo Pitt, bevor ich meine Fragen stelle, möchte ich dir sagen, dass ich das klasse finde, dass du dir die Zeit nimmst, um unsere Fragen zu beantworten. Daran sollte sich vielleicht der ein oder andere mal ein Beispiel nehmen. Da reißt man sich ja nun wirklich kein Bein aus. Weiter so, Daumen hoch. Erste Frage, es wird immer gesagt, dass ein gutes Whey wichtig ist. Meine Frage, woran erkenne ich ein gutes Whey? Was wird als gut definiert? Wenn ich mir beispielsweise Whey für 35 bis 40 Euro anschaue und für dieselbe Menge 2 Kilo von bekannten Anbietern 50 bis 60 Euro zahlen soll, also genau, die ja. Nährwerte sind fast gleich, also liegt es dann an der Zutatenzusammensetzung, aber Whey ist doch Whey, oder? Ja, dazu muss man leider sagen, dass Whey nicht Whey ist. Ja, sag ich, wir haben im Endeffekt, ja, sag ich, wir haben eine Rohstoffbörse, ja, sag ich, und an dieser Rohstoffbörse, ja, sag ich, kann man verschiedene Qualitäten, ja, sag ich, von Rohstoffen kaufen. Ja, sag ich, mittlerweile ist es so, dass die Chinesen so schlau sind, dass sie für ihren eigenen Markt, ja, sag ich, auf der europäischen Rohstoffbörse einkaufen. Ja, sollte einem vielleicht zu denken geben, wenn manche Hersteller, ja, sag ich, China-Kreatin oder China-Eiweiß anbieten, ja. Ja, sag ich, warum dieser Preis zustande kommt. Ja? Mhm. Ja. Aber jetzt mal ganz davon abgesehen, ja, sag ich, im Endeffekt, ja, sag ich, was es wirklich aufwendig macht, was wirklich aufwendig ist, ist ein Isolat. Ein Isolat oder ein Hydrolysat. Das sind aufwendige Eiweiße. Und es gibt nur ganz wenige Hersteller, die überhaupt wirklich Isolat haben, obwohl sie sagen, sie haben Isolat. Ja? Es gibt nämlich, soweit ich weiß, ja, sag ich, in Europa 2 Fabriken, die ein Isolat herstellen können. Mhm. Und alle anderen können das gar nicht. Okay. Und deswegen ist Isolat so teuer.
Okay, jetzt seine zweite Frage. Bei fast jedem Interview wird gefragt, was die Basics sind. Und immer, stimmt eigentlich, ja, das wird immer gefragt, jetzt ja auch. Und immer eigentlich wird fast immer gesagt, Whey, Kreatin, BCA und Glutamin, bitte korrigiere mich, wenn ich mich irren sollte. Mhm. Wie wichtig sind Vitamine, Minerale und Fette, wie zum Beispiel Zink, Vitamin D3, Omega-3-Kapseln? Müssten diese nicht auch zu den Basics gehören? Was davon sollte man supplementieren und wie viel bei einer Bodybuilder-typischen Ernährungsweise, wenn es körperabhängig ist? Ich bin ca. 1,85 und wiege knapp 85 Kilo. Ja, Vitamin-Mineral ist auf jeden Fall ein Thema, was immer interessanter wird, weil es, glaube ich, im Bodybuilding ja ziemlich nach hinten gewandert ist die ganze Zeit. Ja. Ist aber, glaube ich, für jede leistungsorientierte Ernährung eine wichtige Sache, weil wir immer nur, wenn wir damit keine Unterversorgung haben, im optimalen Bereich laufen. Ja. Ich selbst habe mir früher meine Vitamine immer zusammengestellt, heute ist mir das zu aufwendig. Ja. Ich mache heute allerdings auch keinen Wettkampfsport mehr. Ja. Ich verwende von Universal, vom Roman, seinem Sponsor, das Animal Pack. Damit ist man eigentlich relativ gut abgedeckt. Und ich als Fauler, für mich ist das recht gut. Ja, aber Fakt ist, man könnte im Endeffekt auch diese ganzen Wirkstoffe, wenn man das drauf anlegen würde, in eine Tablette reinpacken. Das würde ganz genauso gehen. Mhm. Ja, aber das ist zum Beispiel eine Alternative. Es gibt ja verschiedene Vitamin-Packs, die es so gibt, ja. Ja, Omega 3 gehört mit Sicherheit auch noch mit dazu, Omega 3, 6, 9. Mhm. Ja, das sollte man auch auf jeden Fall haben. Ja. Ja, und normalerweise sollten da auch eine Grundversorgung der Mineralien gewährleistet sein. Mhm. Sind, glaube ich, die Basics im Bodybuilding relativ einfach. Ja. Ich glaube, die wirklichen Basics im Bodybuilding, ist ein hochwertiges Eiweiß. Und das war's. Mhm. Ja, dieses ganze Glutamin, BCA, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher gar nicht die Möglichkeit dazu gehabt, das alles einzeln zu nehmen. Ich hatte weder das Geld, noch die Möglichkeit dazu. Ja, und habe auch Muskeln aufgebaut, und ich war mit Sicherheit kein schmales Kerlchen da davor. Ja, mhm. Ja, und habe ein gutes Eiweiß gehabt und das war's. Und da davor hatte ich noch nicht mal ein Eiweiß. Thunfisch und Quark und solche Sachen und das ging genauso. Ja. Also, und selbst heute, und selbst als Profi, habe ich zweimal am Tag ein Whey verwendet. Ja. Das war morgens direkt nach dem Aufstehen ein Isolat, weil es halt schnell drin ist. Mhm. Ja, und nach dem Training. Mhm. Und ansonsten habe ich immer nur Naturaleiweiß zu mir genommen, weil das viel besser funktioniert. Mhm. Okay, eine Frage hat er noch. Ich habe dich in dem einen oder anderen Interview, aber Markus Rühl sagen hören, dass eine Mahlzeit entweder aus Eiweiß und Fett oder aus Eiweiß und Kohlenhydrate bestehen soll. Die Makronährstoffe zu 100% zu trennen ist allerdings ziemlich schwierig. In welchem Verhältnis trennst du die Energieträger, Kohlenhydrate und Fett prozentual? Wenn ich zum Beispiel 100 Gramm Haferflocken mit Ei mache, aber auch Eiklar, habe ich auch Fett durch die Haferflocken oder bei Geflügel mit Reis habe ich das Öl vom Braten? Ja, rechne ich gar nicht mit, so eng braucht man es gar nicht nehmen. Ja. Das ist Blödsinn, dass man da das Fett von den Haferflocken hochrechnet. Ja. Es geht nur darum, dass man kein zusätzliches Fett zu sich nimmt. Ja. Mhm. Also dass man hingeht, 100 Gramm Nüsse isst und dazu dann, 100 Gramm Reis. Ja. Mhm. Ja. Und man sollte das so timen, dass man, wenn man Fett zu sich nimmt, dass man das Fett abends nimmt, weil man tagsüber die Kohlenhydrate braucht für die Energieversorgung und abends dann auf Kohle oder Fett umschwenkt, ja. Aber da muss man vorsichtig sein, weil sowohl Fett, Fett hat ja 9 Kilokalorien, Kohlenhydrate hat 4, ja. Dazu kommt wiederum, dass Kohlenhydrate mehr Wasser einlagert, ja. Das muss man wirklich, das ist wirklich typbezogen, ja. Es gibt leider keine Formel, wo ich sagen könnte, am besten, um zuzunehmen, das Mischverhältnis ist leider vollkommen auf jeden Einzelnen abzustimmen, ja. Mhm. So, sorry für den langen Roman, aber das siehst du mal, wie viel Unwissenheit es gibt und welch ein Segen deine Frag den Trends-Videos sind. Danke für die Beantwortung meiner Fragen und schöne Grüße aus Potsdam, Chris. Gerne, zurück.